Guten Tag. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Okay, machen wir doch. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Okay, das hört sich jetzt wiederum nicht ganz so gut an. Ja, müssen wir die Fackel irgendwie mitnehmen? Können wir die Fackel mitnehmen? Es ist so dunkel. Ach, es wird heller. Okay. Das ist gut. Was ist das? Ah, das ist schön. Wir können hier auch Sachen einsammeln. Brauchst du Licht, rüste in dunklen Bereichen eine Fackel aus, um deine Umgebung zu erleuchten. Ups. Nein, ich... Ja, nach rechts kann ich ja nicht. Oder muss ich das... Nee. Ja, und dann? Ah, ich muss das länger gedrückt halten. Okay, gut. Dann holen wir hier schon mal Edelsteine. Das ist gut. Dann haben wir dafür auch schon mal einen Platz, falls wir die mal brauchen. Vielleicht sind die auch einfach nur zum Verkaufen. Das weiß ich ja nicht. So, mal schauen. Was haben wir denn hier noch? Gar nichts. Da auch nicht. Da ist wieder was zum Stehlen. Da ist ganz viel zum Stehlen. Wenn ich die Sachen jetzt stehle. Ich meine, hier sieht mich keiner, oder? Kriege ich dann Kopfgeld oder sowas? Vielleicht ein Riss in der Wand? Ja, stell dir mal vor, es ist ein Riss. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Dann schleichen wir erstmal hier durch. Was ist das? Hier ist niemand. Da ist irgendwas. Hecker? Ich glaube, ich sehe Gespenster. Genau. Wer pfeift da? Der Heilige Geist. Was? Kriege ich dich so auch platt? Du scheinst auch nicht besonders intelligent zu sein. Nein, ist er nicht. Nein! Oh. Ist nicht euer Ernst. Ich wollte den eigentlich nur durchsuchen. Kommen da jetzt noch andere? Ja, gehst du da hoch? Hallo? Was ist das Ding? Was war das denn gerade? Es hat sich angehört, als ob jemand gesprungen ist. Kann ich das da...
Kann ich, glaube ich, nicht, oder? Naja, wir gucken mal, ob wir da irgendwie... Doch, können wir. Nee, aufheben will ich sie nicht. Es tut mir leid, Leute, dass ich jetzt gerade so gar nicht mehr rede. Aber ich bin gerade etwas angespannt. Ach, das war ein Banditenanführer. War aber ein lausiger Banditenanführer. So, da ist noch einer. Da kommen wir so nicht hin, vielleicht. Können wir da hochklettern? Oh, oh, oh. Mist, Mist. Eigentlich wollte ich den ja von hinten überraschen. Wie Ort abgeschlossen? Ich habe doch noch nicht alle niedergemetzelt hier. Ja, so geht das aber nicht. Ich kill die jetzt erstmal alle. So. Kann ich nicht auf den drauf springen? Irgendwie. Mist. Yeah. Natürlich Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Ja, die habe ich jetzt genommen. Bin ich so schneller. Nein, nein, nein. Du hebst sie nicht auf. Ist denn hier sonst noch jemand drin? Wahrscheinlich nicht, oder? Hoffe ich mal nicht. Okay, wo bin ich jetzt? Kann man alles nicht mitnehmen. Das ist gemein. Das sind aber die Opfergaben, die geklaut wurden. Das sehe ich schon so. Ich denke mal, dass wir hier irgendwo wieder zurückkommen werden. Ich hoffe, dass meine Stimme das bis dahin noch aushält. Oh, halt, halt. So. Irgendwo war doch der Eingang. Neuer historischer Ort entdeckt. Okay, hier war kein Eingang. Oh, das sieht mir sehr nach einem Wassersprungrätsel aus irgendwie. Viele von den Viechern hier. Geh mal weg da. Ich suche hier gerade einen Eingang. Aber hier oben war der nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich mit denen jetzt überhaupt nochmal sprechen muss. Oder ob sich das jetzt erledigt hat. Im Endeffekt sollte es sich ja erledigt haben. Nee. Kehre zum Gläubigen zurück. Ach, da oben. Ah, ja, 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 ja. Weg da. Hier komme ich.
Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Oh, ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Ja, im Endeffekt, ne? Da haben wir direkt eine Quest abgeschlossen. Das ist doch cool. Dann können wir das Fähigkeitenmenü öffnen. Warum? Höhere Stufen erreichen. Hatte ich einen Levelaufstieg? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Verdiene EP, um eine Stufe aufzusteigen und einen Fähigkeitspunkt zu erhalten, den du für Fähigkeiten ausgeben kannst. Neue Fähigkeiten werden nach und nach freigeschaltet und können später sogar noch verbessert werden. Ah. Das ist ja cool, dass man direkt sieht, was das ist. Also, wir haben, jetzt muss ich mal schauen, wir haben erstmal den Jäger, den Krieger und den Attentäter. Also der Jäger, das sieht so aus, als ob der sehr viel mit Pfeil und Bogen wohl arbeitet. Das ist absolut nicht mein Stil. Oh, der Krieger hat einen schönen Tritt, ja. Aber ich denke mal, das wird man nicht allzu oft renne durch schnell durch Gegner durch. Wirf sie um und richte 250% Kriegerschaden an. Das ist natürlich nicht schlecht. Halte zum Aufladen gedrückt. Aufgeladener schwerer Angriff. Ich bin aber eher so der Attentäter. Der Schaden durch Attentat und Niederschläge wird um 20% erhöht. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert. Ach, das ist cool. Das mit dem automatischen Plündern, das ist echt cool. Weise diese Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. 15 Sekunden richten Nahkampfwaffen. Okay, Nahkampfwaffen, ja, Offenbarung. Beschwöre Athenas Weitsicht, um alle Geheimnisse zu offenbaren, inklusive Truhen und Geheimgängen. Ach, das ist... Das wäre jetzt wirklich was für mich, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber das mit den Attentat ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, trotzdem, ich nehme erstmal die Offenbarung und nehme beim nächsten Punkt dann den Attentat. Weil im Moment sind wir eigentlich noch recht stark. Also ich denke mal, im Moment geht's noch. Halte nach oben gedrückt, okay. Weil ich kenne das von... Oh, da kann man sogar dreimal, okay. Nächste Verbesserung. Beschwöre Athenas Weitsicht, um alle Geheimnisse zu offenbaren. Das stand doch eben auch schon da. Komme weiter in der Geschichte voran. Achso, damit ich das wieder updaten kann. Okay, das ist klar. So, Fertigkeitspunkte habe ich leider jetzt keine mehr. Aber das ist schon cool. Dann wollen wir mal gucken. Ah, es ist dieses Kennen. Ich finde das einfach genial. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen als erstes. Ich hätte vielleicht lieber erstmal das mit dem Attentat nehmen sollen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich scanne so gerne. Und wenn ich das nicht kann, ist das irgendwie doof. Da fühlt man sich so nackt. Gerade als Assassine. So. Sind nur noch 500 Meter. Also wir sind ganz schnell da. Was ist das immer für ein Geräusch? Da ist doch nichts in der Nähe. Das hört sich so komisch an irgendwie. Ja, da wir ja unser Pferdchen verloren haben. Oh, was ist das für einer? Schon wieder einer, der auf mich wartet, oder? Ich glaube, der ist hier am Arbeiten. Guten Tag. Hallo? Warum stecken Sie im Boden fest? Hast du jetzt gemerkt, dass ich mit dir reden möchte, ja? Und trotzdem kann ich nicht mit dir reden, Blödmann. Gut, lass ich dich einfach da stehen. Oh, oh, oh. Bogenschütze sind nicht gut. Gar nicht gut. Ach, das ist... Oh, fuck, Level 5? Ja, er hat mich dann mit einem Schlag kaputt gemacht. Okay. Ja,
Das ist schlecht, weil ich habe nämlich keinen Speicherstand.